sind solche im Sinne von Paragraph 1, 2, 3, 5 oder 6. Das heißt, nicht irgendjemand, der Kleingewerbetreibender ist, keine Freiberufler, kein irgendwer, sondern nur echte Kaufleute. Scheinkaufleute auch. Ja? Aber nicht Kleingewerbetreibende, nicht Freiberufler. Der Anwalt kann sich nicht mündlich verbürgen, obwohl der Anwalt das vielleicht am besten wüsste. Weil der Anwalt ist Freiberufler. Um Ihnen das wieder zu zeigen an einem Fall, Sie sehen, wir machen hier viele Fälle, damit jeder auch sieht, dass ich mir hier Mühe gebe und auch Fälle mache, ja. Und es gibt auch für jeden Fall eine ausformulierte Lösung, damit Sie auch hinterher nochmal gucken können, wie man das aufschreiben sollte. Habe ich Ihnen hier wieder einen Fall rausgesucht. L hat einen Anspruch gegen die X GmbH von 100.000 Euro aus Warenlieferungen. Aufgrund eines Liquiditätsengpasses bittet X, der einzige Gesellschafter und Geschäftsführer der GmbH, um eine Stundung von 3 Monaten. L besteht daraufhin darauf, dass sich X persönlich und selbstschuldnerisch für die Verbindlichkeiten der X GmbH verbirgt. X erklärt sich mündlich einverstanden. In der Folge fällt die X GmbH in Insolvenz. Sofort ruft X bei L an und erklärt die Anfechtung seiner Bürgschaft. Er ging davon aus, die X GmbH sei zahlungsfähig. Hat L gegen X einen Anspruch auf Zahlung von 100.000 Euro aus 765 BGB. Ein toller Fall, das staunen Sie aber. Ja. Wir haben einen Bürgschaftsvertrag, weil wir zwei korrespondierende Willenserklärungen von L und von X haben. Fraglich ist, ob der vielleicht unwirksam ist, weil er nicht schriftlich gemacht wurde. X könnte allerdings ein Kaufmann sein, wo nach die Schriftlichkeitsverordnung erforderlich für ihn wegfinde, nach 50 HGB. X ist Gesellschafter einer GmbH, damit Kaufmann. Und praktisch ist aber, da er ja hier diese Bürgschaft persönlich macht, ob es dann noch ein Handelsgeschäft ist, was Voraussetzung für 350 wäre. Da er ja für seine Firma wirkt und damit ja kaufmännisch handelt, sei jetzt, weil er seine Firma erhalten möchte. Handelt er im Sinne der Firma und auch ein Handel macht dadurch ein Handelsgeschäft und ist damit formfrei die Bürgschaft. Gut, also wir brauchen einen wirksamen Bürgschaftsvertrag, der setzt zwei übereinstimmende Willenserklärungen, Antrag und Annahme voraus. Eine Willenserklärung des L haben wir, eine Willenserklärung des X haben wir, also haben wir eine Einigung. Das Ganze könnte aber nach 125 Satz 1 BGB nichtig sein, soweit gegen eine Formvorschrift verstoßen worden ist. Nach 766 Satz 1 BGB muss die Bürgschaft schriftlich übernommen werden. Hier war eindeutig nur ein mündliches Einverständnis, also war die Schriftform nicht eingehalten. Möglicherweise ist die Schriftform aber nach 350 HGB entbehrlich. Das setzt voraus, dass es sich bei der Übernahme der Bürgschaft um ein Handelsgeschäft handelt. Handelsgeschäft sind die Geschäfte im Betrieb eines Handelsgewerbes. Das heißt, wir brauchen wieder einen Kaufmann. Kaufmann ist wiederum nach § 1 bis 6 zu beurteilen. Also müsste X Kaufmann im Sinne von § 1 bis 6 sein. Die X GmbH ist auf jeden Fall Kaufmann nach § 6, haben wir gelernt. Die X GmbH hat sich aber nicht verbürgt. Also nützt uns § 6 nichts. Der X selber ist nicht im Handelsregister eingetragen, damit nützen uns auch § 2 und § 5 nichts. Einverstanden? Ja. Kommt also nur noch § 1 Absatz 2 in Betracht. Frage, betreibt X ein Handelsgewerbe im Sinne von § 1 Absatz 1 HGB?
Betreibt er ein Handelsgewerbe im Sinne von § 1 Absatz 1 HGB? Betreibt er ein Gewerbe? Betreibt X ein Gewerbe? Die GmbH betreibt auf jeden Fall ein Gewerbe, aber die ist ohnehin vorm Kaufmann. Und die GmbH hat sich nicht verbürgt. Die GmbH hat keine Bürgschaft abgegeben. Frage, betreibt X persönlich ein Handelsgewerbe im Sinne von § 1 Absatz 1 HGB? Ja? Ja, man könnte auf die Idee kommen, dass vielleicht die GmbH und X selber so eine Art Ein-Mann-Betrieb sind, weil er ist der einzige Gesellschafter, der einzige Geschäftsführer und damit ist es ja vielleicht so ein Kladderadat und damit könnte man ja sagen, X betreibt selber ein Handelsgewerbe. Ja? Der Kollege hat ein ganz gutes Argument dagegen. Wofür gründe ich denn überhaupt eine GmbH, wenn man sagt, wenn ich der einzige Gesellschafter bin, dann bin ich ja doch wieder derselbe, dann bin ich ja selbst verpflichtet. Und die Antwort ist, natürlich gründe ich eine GmbH, damit ich eine eigenständige juristische Person habe. Und die juristische Person soll gerade getrennt sein von ihren Gesellschaften und Geschäftsführern. Und damit ist der Geschäftsführer, selbst wenn er der einzige Gesellschafter ist, nicht derjenige, der ein Handelsgewerbe betreibt. Und damit kann er sich nicht mündlich verbürgen. Denn er ist nicht Kaufmann. Kaufmann ist nur die GmbH, er hätte eine schriftliche Bürgschaftserklärung abgeben müssen. Hat er aber nicht, also ist keine Bürgschaft zustande gekommen, also gibt es auch keinen Anspruch auf Zahlung. Fragen zu diesem Fall? Nein, keiner hat Fragen. Sagen Sie nicht, Sie hatten keine Chance, sich zu beteiligen. Ich sage Ihnen das. So. Dann haben wir noch Ihr zweites Lieblingsthema, die AGB-Kontrolle. Sie erinnern sich düster an 310 Absatz 1 BGB. Und da steht drin, wenn der Vertragspartner Unternehmer ist, oder öffentlich-rechtlich gibt es keine Einbeziehungskontrolle. Das heißt, alles, was in 305 Absatz 2 steht, dürfen Sie in der Klausur nicht prüfen. Und Sie dürfen nur 308 Nummer 1a, Nummer 1b und 307 BGB prüfen. Sie dürfen nicht 308 Nummer 1 und 2 bis Ende und 309 komplett prüfen. Da dürfen Sie nie in der Klausur reinschreiben, sonst kriegen Sie 1000 Minuspunkte. Ja? Wenn 305 Absatz 2 BGB keine Anwendung findet, fragen Sie sich vielleicht, was gilt denn dann stattdessen? Wenn wir nämlich keine Einbeziehung haben in diesem wunderbaren dreischrittigen Prüfungsschema, was Sie letztes Semester gelernt haben und vorletztes Semester gelernt haben und immer wieder hören, was gilt dann? Es gilt, es reicht der Hinweis, es gelten unsere AGB. Und wenn man nicht weiß, was drinsteht, muss man aktiv nachfragen. Das heißt, der Unternehmer muss fragen, was steht denn in deinen AGB drin? Wenn er nicht fragt, gelten die AGB als blind einbezogen. Blinde Zustimmung. Das praktische Problem ist natürlich zu beweisen, was in den AGB damals drin stand. Denn der kann ja immer irgendwas hinterher sagen, ja, ja, das stand damals da drin. Aber es reicht praktisch, wenn Sie die AGB in Ihrer Schublade liegen haben und Sie schreiben auf Ihren Bestellungen, es gelten meine AGB. Und wenn der andere wissen will, was drinsteht, muss er Sie fragen. Die AGB gelten als einbezogen mit egal welchem Inhalt, egal was düsteres in Ihrer Schublade liegt. Klar? Bei normalen Verbrauchern gilt 305 Absatz 2. Sie müssen deutlich darauf hinweisen, Sie müssen eine leichte Zugänglichkeit ermöglichen und all das. Das gilt für Unternehmer nicht. Die müssen fragen oder müssen sonst das nehmen, was sie kriegen können. Auch dieses Problem sollten Sie entweder letztes oder vorletztes Semester schon mal gehört haben. Das Problem der sogenannten kreuzenden AGB.
Was ist damit gemeint? Das ist einfach. Stellen Sie sich vor, es gibt den V und den K. Und der V hat AGB und der K hat AGB. Und es passiert Folgendes. Der V schreibt an K, bla bla bla, 100.000 Euro plus AGB. Und der K schreibt an V, super, aber meine AGB. Ja, Sie haben also die AGB von K und die AGB von V. Der schreibt Kaufvertrag zu meinen AGB, das sind also die AGB von V. Und der schreibt Kaufvertrag zu meinen AGB, das sind die AGB von K. Und was sagt uns das BGB dazu? Gucken wir in 150 Absatz 2 BGB, da gibt es eine Regelung, die genau dieses Problem löst. Und was sagt uns diese Regelung? Ja? Eine Annahme oder Erweiterung, Einschränkung oder sonstige Änderung geht auf Ablehnung, verbunden mit einem neuen Antrag. Ja. Also, wenn der sagt, ja, aber es gelten meine AGB, heißt das so viel wie nein. Also das heißt nicht ja, aber, sondern es heißt nein. Ich biete dir aber einen Vertrag an unter den Bedingungen meiner AGB, ein neues Angebot. Und wenn der V dann trotzdem liefert, ist ein Vertrag theoretisch zustande gekommen mit den AGB des K. Wenn der V dann wieder zurückschält, ja wunderbar, vielen Dank für deine Annahme, es gelten übrigens meine AGB, dann ist wieder ein neues Angebot, dann setzt die Runde wieder neu ein. Wenn er dann liefert, der nimmt das an, ist der Vertrag mit seinen AGB zustande gekommen. Das Ganze heißt deshalb Theorie des letzten Wortes. Wer den letzten Brief schreibt, der setzt sich durch. Derjenige, der nur liefert oder annimmt, hat Pech gehabt. Ja? Das setzt voraus, dass man zum Beispiel erst den Lieferschein übergibt, worauf jetzt gelten meine AGB, und dann schnell die Ware und dann schnell abhaut, damit er ja nicht nochmal irgendwas sagen kann. Weil dann habe ich das letzte Wort gehabt. Und wer das letzte Wort hat, dessen AGB setzen sich durch. Ja, das ist die Folge von 150 Absatz 2. Das jedem klar? Erstes Semester. 150 Absatz 2, das letzte Wort gewinnt. Ja, das ist hier wie in der Vorlesung. Wer das letzte Wort hat, gewinnt, das bin immer ich. Dieses Ergebnis finden aber nicht alle gut. Es gibt Leute, die sagen, es hängt ja vom Zufall ab, wer sozusagen das letzte Mal irgendwas schreiben kann. Die können theoretisch ewig Schreiben hin und her schicken, es gelten meine AGB, nein meine, nein meine, nein meine, nein meine, nein meine. Das können die theoretisch ewig spielen, das Spiel. Bis irgendwann einer zu viel ist, der liefert, dann hat er Pech gehabt. Soweit klar? Deshalb, sagt die herrschende Meinung, ist das nicht die richtige Lösung. Also 150 Absatz 2 findet keine Anwendung auf diesen Fall. Stattdessen wenden die 155 BGB an. 155 BGB sagt was? Sie sehen, das ist ja erstes Semester nochmal Wiederholung, das ist toll. Sagt, wenn wir eine Einigung auf einen Punkt nicht erreicht haben, gilt der Vertrag im Zweifel als nicht geschlossen. Jetzt sagen die aber, in dem Fall haben sich aber die Hauptsache geeinigt, nämlich die tolle Ware, die hier transportiert werden soll mit LKW und mit Schiff und nochmal mit LKW, gegen Zahlung von 100.000 Euro. Das heißt, alles Wichtige ist geregelt und es geht nur um diese Kiki-AGB. Und so wichtig können denen die AGB nicht sein, denn sonst hätte er die Ware nicht abgeschickt. Also, sagen die, greift 306 Absatz 1 BGB analog und wir tun so, als seien nur die Regelungen vereinbart, die sowohl in den AGB von K als auch in den AGB von V übereinstimmend drinstehen. Was also beide in ihren AGB drin haben, gilt als vereinbart. Wenn dagegen nur V etwas vorsieht, was K nicht vorsieht, oder umgekehrt, gilt stattdessen das Gesetz. Das heißt,
Alle Sachen, die nur einer von den beiden seine AGB drin hat, werden durch die gesetzliche Regelung ersetzt. Das ist die herrschende Meinung. Unheimlich wichtig, ich sehe schon die Begeisterungsströme. Ja, dann machen wir jetzt noch Schuldrecht AT in 5 Minuten. Schuldrecht AT. Sie erinnern sich, da gibt es 276 BGB und 276 Absatz 2 BGB sagt, fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt. Wenn hier jemand Kaufmann ist und ein Handelsgeschäft abschließt, findet diese Regelung keine Anwendung. Da dürfen Sie 276.2 nicht zitieren, das ist falsch. Stattdessen gilt 347 Absatz 1 HGB. Und da steht praktischerweise drin, wer aus einem Geschäfte, das auf einer Seite ein Handelsgeschäft ist, einem anderen zur Sorgfalt verpflichtet ist, hat für die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns einzustehen. Das heißt, es geht nicht mehr um die im Verkehr erforderliche Sorgfalt, sondern es geht um die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns. 347.2 sagt, etwas anderes gilt dann, wenn nach dem BGB nur eine Haftung für grobe Fahrlässigkeit oder Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten besteht. Sie erinnern sich, wir hatten das zum Beispiel bei 346 Absatz 3 Nummer 3 BGB, wenn jemand ein Rücktrittsrecht hat, ein gesetzliches und davon nichts weiß, dann kann er mit der Sache umgehen wie mit seiner eigenen. Sie werden das auch noch lernen im Familienrecht. Eltern müssen gegenüber ihren Kindern nicht sorgfältiger sein als gegenüber sich selber. Wenn der Vater und die Mutter also immer vom Boden essen, darf auch das Kind vom Boden essen. Sie müssen nicht gegenüber dem Kind besonders vorsichtig sein. Dasselbe gilt auch bei Eheleuten untereinander. Wenn Sie jemanden heiraten, der chaotisch und schlampig ist, dann muss der Ihnen zugunsten nicht besonders gründlich und ordentlich werden. Also Sie sehen, es gibt bestimmte Regeln, die sagen, Menschen dürfen so sein, wie sie sind. Sie wissen auch, wir haben bestimmte Regelungen, die sagen, Sie haften nur für grobe Fahrlässigkeit, insbesondere bei bestimmten unentgeltlichen Geschäften, weil man sagt, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Auch da, das gilt auch für Kaufleute. Da muss der Kaufmann nicht die Sorgfalt eines Kaufmanns haben, sondern da kann er Mensch sein. Ja? Dieser wichtige Unterschied ist jedem klar. Ich sehe die Begeisterung. Dann haben wir eine wichtige Sonderregelung zu 271 BGB, nämlich 358. Bei Handelsgeschäften kann die Leistung nur während der gewöhnlichen Geschäftszeit bewirkt und gefordert werden. Sie erinnern sich ans BGB, da steht, wenn die Zeit nicht bestimmt ist, kann sie sofort gefordert werden und der Schuldner darf sie sofort bewirken. Hier die Einschränkung nur während der gewöhnlichen Geschäftszeit. Sie sehen wesentliche Änderungen, die hier sind. Ja? Ganz grundlegend. Wir können es noch steigern mit der Wesentlichkeit. Sie erinnern sich an 243 Absatz 1 BGB. Wer eine nur der Gattung nach bestimmte Sache schuldet, hat eine Sache von mittlerer Art und Güte zu liefern. Und jetzt im HGB, wer eine nur der Gattung nach bestimmte Ware geschuldet, so ist Handelsgut mittlerer Art und Güte zu leisten. Also Sie sehen, das sind wesentliche Unterschiede. Bei Ware ist Handelsgut und bei Sache ist Sache. Ja? Also was hier Sache ist, sieht jeder. Das ist nicht so schwer. Ja? Wichtig für Sie ist nur, wenn Sie erkennen, es ist ein Kaufmann dabei, wenden Sie die HGB-Regel an, statt der BGB-Regel. Nicht, dass sich inhaltlich was ändern würde. Was noch ein bisschen interessant ist, ist 354 HGB. Wer in Ausübung seines Handelsgewerbes eines anderen Geschäfte besorgt oder Dienste leistet, kann dafür auch ohne Verabredung Provision und, wenn es sich um Aufbewahrung handelt, Lagergeld nach den an dem Ort üblichen Sätzen fordern. Eine ähnliche Regelung haben wir auch im BGB, das kennen Sie alle, 612 BGB. Eine Vergütung gilt als stillschweigend vereinbart, wenn die Dienstleistung den Umständen nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist.
Der Unterschied im HGB ist, bei Kaufleuten, da gibt es eh nichts umsonst. Bei Kaufleuten fehlt also der Teil, zu erwarten ist, dann sagt man, die kriegen ohnehin Geld. Und zwar, wenn nicht über Geld gesprochen ist, halt das Übliche. Ein Kaufmann macht nichts umsonst, ein Anwalt zum Beispiel dagegen möglicherweise schon. Also Sie sehen den Unterschied, Kaufleute, 354, alles nur für Geld.